Ebenfalls ideal für Familien ist der Volvo V90. Die Variante ohne Ladeabteil der S90 mit Kofferraum wird seltener gekauft, aber eigentlich zu Unrecht. Dieser Volvo überraschte uns. Positiv muss angemerkt werden, denn obwohl wir die ganze Reihe der 90er-Modelle bereits kennen, hat der S90 einen ganz anderen Charme, aber die gleiche gute Technik. Nun will auch Volvo, wie so viele andere Hersteller, keinen Dieselmotor mehr entwickeln, womit wir dann auch den T4 für die Ausfahrt wählten. Und dies ist eine gute Wahl. Sein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern fällt in dem schmalen Band von 1600 Umdrehungen bis 4000 Umdrehungen pro Minute an und der Motor entwickelt seine maximale Leistung von 190 PS bei 5000 Umdrehungen pro Minute. Dynamisch ist der 1,8-Tonner damit nicht wirklich, aber es ist völlig ausreichend und passt zum zurückhaltenden Charakter des Understatement-Mobils. Volvo spricht von 8,7 Sekunden von 0 auf 100 und einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h, was aber nicht wirklich von Bedeutung ist, denn der Wagen ist die ideale Reiselimousine. Der Normverbrauch ist nach dem gedanklichen Abschied von Diesel mit 8,8 Litern Superkraftstoff für 100 Kilometer und der fehlenden Steuervergünstigung schon schwerer zu verdauen. Ein klein wenig vermissen wir auch das Drehmoment des Diesels, aber alles ändert sich. Warum nicht auch unser Denken? Mit Volvo geht es stetig aufwärts, zumindest seit Volvo nicht mehr zum Ford-Konzern gehört. Nun in chinesischem Besitz schaffen sie es, ein über das andere Fahrzeug zu präsentieren, was wirklich ein Erfolg ist. Und das gilt auch für den S90. S90 werden einige sagen aus der 90er-Baureihe. Warum gibt es denn da noch eine Limousine? Nun gut, in Europa ist der Kombi das gefragte Modell, aber eben in anderen Märkten wie zum Beispiel in China nicht. Und die Chinesen stellen sich dann natürlich auch die Frage, warum gibt es denn dann einen Kombi? Also man hat für alle Märkte was im Programm. Warum sollte man sich aber in Deutschland für die Limousine entscheiden? Nun gut, diese Technik ist die gleiche wie im Kombi oder wie auch beim XC90. Diese Technik ist wirklich gut. Und wenn man sich mal fragt, ob man wirklich diesen großen Stauraum braucht und vielleicht auch Gefallen daran findet, einen abschließbaren und sehr separaten Kofferraum zu haben, so ist dieses Fahrzeug, wenn man nicht gerade eine Großfamilie hat, doch sehr, sehr interessant. Interessant ist er vielleicht auch deshalb, weil gerade die Limousine in Europa oder in Deutschland nicht so gefragt ist und man vielleicht dann auch noch das ein oder andere Prozentchen an Nachlass ergattern kann. Volvo-Freunde und interessierte Beobachter diskutieren noch, ob nun die Limousine S90 oder der Kombi V90 den Schönheitspreis gewinnt. Egal, klassische Schönheiten sind sie beide und heben Volvo damit auf ein höheres ästhetisches Niveau, als es die Marke bisher zu bieten hatte. Beide sind sehr gut verarbeitet und betören durch Volvo-eigene Stilelemente, wie zum Beispiel den Scheinwerfern in Thors Hammer-Design. Gut, der Kombi ist sportlicher und nutzwertorientierter, doch da liegen die Stärken bei der elegant gestreckten Limousine. Sie ist nicht so expressiv und auffällig. Sie ist eher das Fahrzeug für das Understatement. Edel und wertig reisen und es fällt nicht so sehr auf. Speziell die Fachleute der besonders teuren Marken kennen diese Spezies ganz genau. Der Superreiche und der sehr Wohlhabende, der seinen Pelz nach innen trägt und besonderen Wert darauf legt, dass niemand sieht, was er hat. Ja, auch diese Klientel gibt es und die will auch bedient werden. Das gelingt mit einem Volvo S90 ganz besonders gut. Die schlichte und klare Eleganz des Äußeren setzt sich im Inneren fort mit einem Design, das wegen seiner Klarheit, Transparenz und Helligkeit gern als skandinavisch charakterisiert wird. Der Mensch besteigt ein Auto, dessen Design er als souverän empfindet und landet in einem Innenraum mit einem ganz besonderen Flair von Moderne, Zurückhaltung, Komfort und Luxus. So stellen sich die Schweden Premium vor. Viele folgen den Schweden bei dieser Selbsteinschätzung, deswegen dürfen sie auch passende Preise aufrufen. Besonders gelungen erscheint uns das sehr gut und wirklich intuitiv bedienbare Cockpit mit größerem Display. Haben wir oft in den Testwagen Orientierungsprobleme und können oftmals die Bedienstruktur auch nach Wochen nicht nachvollziehen, ist der Volvo eine wohltuende Ausnahme. Dies gilt ebenfalls für die Atmosphäre im Fahrzeug, die auch durch angenehme Gerüche der verwendeten Materialien unterstrichen wird. Unser Testwagen mit dem Einsteigerbenziner und 190 PS, 8-Gang-Automatik und der Basisausstattung Momentum kostet 46.500 Euro.
In der perfekten Aufrüstung, mit dem Feinsten aus der Aufpreisliste, wie wir ihn fuhren, aber schon eher 70.000 Euro. Wer bei der Ausstattung und bei den Motoren nach oben greift, findet sich beim Gesamtpreis in der Nachbarschaft von Mercedes, Audi und BMW Premium-Limousinen wieder. Aber Volvo weiß, was es dem Ruf der Marke schuldig ist. Auch in der Basisausstattung finden sich schon viele Sicherheitselemente, wie das City-Safety-System mit Kreuzungsbremsassistent und Wildtiererkennung, der IntelliSafe-Assistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung, aktiver Spurhaltung, Stauassistent mit Start-Stopp-Funktion und der Pilot Assist 2 für teilautonomes Fahren bis 130 km/h. Auch bei automatischen 130 km/h auf der Autobahn ist es sehr schwer, den Normverbrauch zu erreichen. Bei uns pendelte sich der Verbrauch eher bei etwas über 9 Litern auf 100 Kilometer ein, was für einen 1,8-Tonner einen guten Wert darstellt. Trotz Größe und Gewicht erweist sich der Fronttriebler als agil. Kurven verweigert er nicht und neigt dank gezieltem Bremseinsatz erst sehr spät zum Untersteuern. Aber die gelassene Fahrweise auf Landstraßen oder die schnelle Reise auf der Autobahn sind mit der perfekten Achtgang-Automatik eher sein Metier. Was an diesem Fahrzeug aber wirklich überzeugt, ist seine Unaufdringlichkeit. Niemand schaut ihm nach, er wird nicht neidisch zerkratzt und er wird im Stau auch gerne mal gnädig vorgelassen, denn seinen inneren Luxus und seine hohe Qualität sieht der Normalbürger nicht direkt. Eigentlich sehr sympathisch.